Die News zu Battlefield 6 reißen nun gar nicht mehr ab und vermutlich wird Battlefield 6 sogar im Mai offiziell vorgestellt. So leakte Tom Henderson, der bekannteste Leaker in Sachen Call of Duty und Battlefield, wieder einige spannende Informationen über das neueste Battlefield-Spiel. Worum es sich genau dreht, natürlich wie immer in den Gaming-News bei deinem Swishy. Lass jetzt anstatt ein Abo da, um keine Gaming-News, Tests zu aktuellen Spielen und vieles weiteres mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Gerne an der Stelle auch mal bei Instagram unter SwishyOfficial vorbei. Und dort poste ich immer kurze Gaming-News oder auch News zu PlayStation 5-Verfügbarkeiten und vieles mehr. Also gerne auch dort mal folgen. Back to topic, diesmal geht es vermutlich sowohl um den Singleplayer als auch um den Multiplayer. Dort soll man sich laut Angaben des Leakers vermutlich seinen eigenen Soldaten oder auch Soldatin erstellen können und dabei entscheiden dürfen, aus welchem Land man stammt. Heißt, man darf sich entscheiden, ob man eben aus Deutschland, Frankreich, Japan oder vielen anderen Ländern dieser Welt stammt und optisch soll man wohl dementsprechend aussehen. Allerdings soll ähnlich wie bereits eine EA-Serie es vormachte, die den Namen Mercenaries trägt, soll man in Battlefield 6 als Söldner aktiv sein. In dem fiktiven Krieg, den Battlefield 6 abbildet, soll Russland, die USA einfach nur Waffenkraft suchen und es ist völlig egal, aus welchem Land man stammt. Man kann sich quasi als Söldner für eines der beiden Länder entscheiden, solange man die nötigen Fähigkeiten als Soldat mitbringt. Heißt, man kann eine Waffe tragen und kann schießen. So wie es aussieht, wird es auch nur diese beiden Länder geben, die sich bekriegen, nämlich eben die USA und eben Russland. Vermutlich wird das Ganze sogar so tief ins Gameplay eingreifen und wir werden laut Leaks Militärtechnologie aus dem gesamten Globus sehen, auch deutsche Technologie zum Beispiel, allerdings natürlich nur in amerikanischer oder russischer Hand. Einen Story-Modus leakte Tom Henderson bisher nicht, er sagte sogar, ihm ist es nicht bekannt, dass es überhaupt einen Story-Modus geben wird. Man muss hier aber allerdings etwas vorsichtig sein, da es sein kann, dass man bei EA einfach diesbezüglich dicht gehalten hat und keine Informationen an die Welt gedrungen sind und man sich das Ganze für später vielleicht zur offiziellen Ankündigung dann noch vorenthält. Grundsätzlich hört sich das Ganze sehr interessant an, ich denke ein interessanter Ansatz aller Mercenaries, mit dem man sich seitens EA bestens auskennt. Was mir persönlich noch nicht ganz so gefällt, das bleibt nur zu hoffen, dass man nicht die typische patriotische amerikanische EA-Situation wieder einführt, sondern es vielleicht sogar mal einen Plot-Twist gibt und sollte es eine Story geben, die auch mal für die ein oder andere Überraschung sorgt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und blicke natürlich gespannt auch auf den offiziellen Vorstellungstermin dann von Battlefield vermutlich im Mai und wir sehen dann nun weiter, was dann offiziell kommt und was nicht kommt und vor allen Dingen, wie sicher Tom Henderson mit den Leaks lag. Genug von mir an der Stelle, nun bist du gefragt. Findest du die Gameplay-Idee mit der Söldner-Sache gut oder gefällt es dir gar nicht? Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, schreib es in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünscht dir dein Swishy.